Die kürzlich mit hauchdünner Parlamentsmehrheit gewählte kosovarische Regierung unter Ministerpräsident Abdullah Hoti hat einige Handelshemmnisse aufgehoben, die Serbien und Bosnien seit 2018 auferlegt worden waren. Die EU und die USA hatten Druck gemacht. Die internationale Gemeinschaft will, dass bald ein Dialog zwischen Pristina und Belgrad in Gang kommt. Abdullah Hoti? Wir haben heute eine wichtige Entscheidung getroffen, um Hindernisse für den Dialogprozess zu beseitigen, in Einklang mit den Zusagen, die wir unseren internationalen Partnern gegeben haben. Jetzt warten wir darauf, dasselbe von serbischer Seite zu sehen, um alle Hindernisse zu beseitigen und dem Dialogprozess Leben einzuhauchen. Die Regierung von Hotis Vorgänger Albin Kurti hatte etwa noch kürzlich angeordnet, dass auf Importwaren aus dem Nachbarland Serbien ausdrücklich die Republik Kosovo als Bestimmungsort zu benennen sei. Der Hintergrund: das Kosovo gehörte nach dem Zerfall Jugoslawiens zeitweise zu Serbien und wird von Belgrad nicht als Staat anerkannt. Alexander Vucic, Präsident Serbiens. Es ist eine sehr gute Entscheidung, dass all diese Maßnahmen und Handelsbeschränkungen zwischen Belgrad und Pristina aufgehoben werden. Ich glaube an die Stärke der serbischen Wirtschaft und der Unternehmen. Ich glaube auch, dass gute Geschäftsbeziehungen zwischen Albanern und Serben möglich sind, von denen beide profitieren können. Serbien erkennt die Unabhängigkeit des Kosovo seit dem Krieg von 1999 nicht an. Die EU fördert Friedensgespräche zwischen den beiden Ländern.